Hallo und herzlich willkommen zu Learn German with Falk, deinem Beginner-Podcast. Episode 54 Sommerferien. Sommerferien sind eine besondere Zeit, auf die sich viele Menschen und besonders Kinder freuen. Es ist die Zeit, in der wir uns erholen, entspannen und neue Abenteuer erleben können. Während der Sommerferien haben die meisten Menschen frei, von der Universität, von der Schule oder von der Arbeit. Es ist eine gute Gelegenheit, Zeit mit der Familie und mit seinen Freunden zu verbringen und neue Orte zu entdecken. Viele Menschen nutzen die Sommerferien, um zu verreisen. Sie planen einen Urlaub und entscheiden sich für Reiseziele, die sie schon immer besuchen wollten. Ob es nun ein Strandurlaub, eine Städtereise oder eine Abenteuerreise ist, die Möglichkeiten sind sehr vielfältig. Einige Menschen bevorzugen es, die Sommerferien zu Hause zu verbringen. Sie nutzen die Zeit, um sich zu entspannen, ihren Hobbys nachzugehen oder neue Dinge auszuprobieren. Es kann auch schön sein, die eigene Stadt oder Region zu erkunden und lokale Sehenswürdigkeiten zu besuchen. Während der Sommerferien gibt es viele Aktivitäten im Freien, also draußen. Man kann zum Beispiel Fahrrad fahren, im Park ein Picknick machen, schwimmen gehen oder einfach die Sonne und das schöne Wetter genießen. In Deutschland grillen auch sehr viele Leute im Sommer. Sommerferien sind eine sehr gute Zeit, um neue Fähigkeiten zu erlernen. Man kann zum Beispiel einen Sommerkurs, also einen Workshop machen. Das ist eine gute Gelegenheit, um zum Beispiel eine neue Sprache zu lernen. Man kann natürlich auch andere Dinge lernen, wie zum Beispiel malen oder tanzen. So kann man die freie Zeit sinnvoll nutzen und sich weiterentwickeln. Die Sommerferien sind eine super Gelegenheit, um Erinnerungen zu sammeln. Man kann Fotos machen oder einfach die schönen Momente genießen und im Gedächtnis behalten. Diese Erinnerungen können uns dann in den kalten Wintermonaten ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Egal wie man seine Sommerferien verbringt, es ist wichtig, die Zeit zu genießen und sich zu entspannen. Es ist eine Gelegenheit, dem Alltag zu entfliehen, neue, positive Energie zu tanken und Spaß zu haben.
Was machst du am liebsten in den Sommerferien? Schreibe es mir wie immer in die Kommentare. Neue Vokabeln. Sich freuen auf. To look forward to. Sich erholen. To relax. Das Abenteuer. Adventure. Eine gute Gelegenheit. A good opportunity. Bevorzugen. To prefer. Sehenswürdigkeiten. Sights. Im Freien. Outdoors. Malen. To paint. Erinnerungen. Memories. Genießen. To enjoy. Dem Alltag entfliehen. To escape from the daily life. Na, hast du alles verstanden? Wenn nicht, vielleicht helfen dir meine Transkripte. Du kannst sie auf meiner Patreon-Seite finden. Vielen Dank fürs Zuhören. Thank you so much for listening, as always. I hope you also enjoyed this episode. If so, please don't forget to give it a thumbs up, subscribe my channel, and leave me a comment down below. See you in the next episode. Tschüss und bis bald.